Und als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der SPÖ-Abgeordnete Dietmar Keck. Danke schön, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister. Der Antrag, den wir hier behandeln, befasst sich mit einem österreich-einheitlichen Masterplan zum Hochfahren des Gesundheitssystems. Und aufgrund der Corona-Krise wurde das Wirtschaftssystem heruntergefahren, es wurde das Gesundheitssystem heruntergefahren, Operationen verschoben, Behandlungen verschoben, damit Plätze freigemacht werden können für Corona-Kranke. Und es wurde nicht nur im Gesundheitssystem, sprich Krankenhäuser, heruntergefahren, sondern es hat auch massivste Einschnitte in den Alten- und Pflegeheimen gegeben. Und ich habe ja schon im Gesundheitsausschuss ein E-Mail vorgelesen, das wirklich massivste Behinderungen der Bewohner in einem Pflegeheim betroffen haben. Das ist nicht das einzige E-Mail, das ich erhalten habe. Ich habe viele andere erhalten und ich möchte heute wieder eines vorlesen, damit man weiß, welche Situationen sich für unsere Seniorinnen und Senioren in den Pflegeheimen abspielen. Und zwar, ich habe ein Mail erhalten, das lautet hier Sachverhaltsdarstellung. Dramatische Szenen spielten sich kürzlich im Pflegeheim ab. Alte Leute schrien um Hilfe und warfen Zettel aus den Fenstern mit der Aufschrift: Bitte helft uns, die sperren uns ein. Daraufhin wurden die Zettel vom Pflegepersonal eingesammelt, um die Sache zu vertuschen, damit nichts an die Öffentlichkeit durchsickert. Eine sehr traurige Bilanz. Seit fast 7 Wochen durften die Insassen des Pflegeheims nicht ins Freie. Patienten, die ausbrechen wollten, wurden von den Pflegern festgehalten und in die Zimmer gesperrt. Aus purer Verzweiflung wandten sich Betroffene und deren Angehörige hilfesuchend an den örtlichen Bürgermeister. Doch er könne nichts machen, ihm seien da die Hände gebunden, hieß es. Durch den ständigen Druck und aus Angst vor Aufdeckung besagter Missstände wurde eine Notlösung durchgeführt. Beim Eingang des Pflegeheims wurde provisorisch ein hoher, undurchsichtiger Holzzaun errichtet und ein kleines Areal umfriedet, wo die alten Leute jetzt eine Stunde täglich verweilen dürfen. Zweckdienlich und Querulanten ruhig zu stellen. Dieser Freiraum ist in seiner Konstruktion sehr klein und erweckt den Eindruck von einem Tiergehege bzw. Gefängnishof. Unsere Bitte an Sie lautet, dass man für die alten Leute im Pflegeheim eine menschenwürdige Bewegungsmöglichkeit im Freien schafft. Bitte helfen Sie uns. Name steht drauf, es ist nicht anonym oder irgendwas gekommen. Und meine Damen und Herren, was sich hier in den Alten- und Pflegeheimen abspielt, ist auch teilweise auf die Inseratenkampagnen der Regierung zurückzuführen. Da sind ja Inserate geschaltet worden, dass sich speziell die Alten, die Risikogruppen zurückhalten sollen. Enkel sollen ihre Großeltern nicht mehr besuchen. Da gibt es viele Menschen, die aus lauter Angst, dass sie vielleicht im anstecken könnten, schon 7 Wochen in der Wohnung sind und sich nicht mehr raustrauen. Auch da habe ich sehr, sehr viele Mails. Und eine Patientenanwältin hatte mal gesagt, man kann nicht nur durch den Tod von Corona sterben, es gibt auch den sozialen Tod. Und das ist passiert durch all diese Maßnahmen. Und es ist unbedingt notwendig, Herr Bundesminister, mein Appell wirklich an dich, eine ganz klare Aussage zu treffen, dass den alten Menschen in den Alten- und Pflegeheimen endlich Ausgang gewährt werden soll, wie jeden anderen auch. Denn viele haben die Maßnahmen, die gesetzt wurden, verstanden. Alte Menschen sind einzusperren, das sind Infektionsträger und das gehört wirklich dringend abgeschafft. Den Menschen in Alten- und Pflegeheimen sollte auch Ausgang gewährt werden, fordert Dietmar Keck von der SPÖ.